Ja, wie jeden Morgen. Guten Morgen. Ich habe gut geschlafen. Sind wir doch mal gespannt, wie das Wetter draußen ist. Oh, ich komme nicht hin. Naja. Nicht so doll. So, nochmal. Das E-Bike vollständig aufladen. Ich hatte es über Nacht abgesteckt. Meist reicht das, wenn ich das abends immer ein bisschen lade, eine Stunde, und dann nächsten Tag nochmal eine Stunde. Das kleine Korsett hat sich echt bewährt. Das besteht ja aus einem Deckel, den man als Topf nutzen kann. Gut, ich muss den mal richtig auswaschen wieder. Ja, und dann 8 Milliliter Gefäß. Da habe ich hier sogar 2 Kartuschen drin. Also super handlich und ja, genau, den Kocher habe ich jetzt extra. Der müsste jetzt hier drin sein. Genau, auch super klein verpackt. Das ist jetzt keine große gute Qualität, aber ja, ich habe den ja auf meiner ersten Radreise dabei gehabt. Hat wunderbar funktioniert. Schraube ich hier direkt auf. Steht von sich aus. Brauche jetzt keinen Ständer da nochmal. So, klappt das noch aus. Zack, fertig. Ne? Brauche nicht mal ein Feuerzeug. Ist ein Zünder dabei. Na. Da muss ich richtig aufschrauben. Ja. Gut, hat keinen Windschutz. Aber das kann man ja irgendwie improvisieren. So, jetzt machen wir erstmal einen Kaffee. Wasser gekocht, aber Mist, wo habe ich denn den Löffel gelassen? Ich sage euch, wenn man das nicht immer gleich aufräumt, alles. Ja, da ist er ja. So, endlich ein Kaffee. Aber ich lasse mal richtig Zeit heute. Ich habe ja hier einen Bronzeplatz gekriegt. Nicht mal Gold oder Platin. Nein, das ist ein Bronzeplatz. Und den nutze ich heute auch voll aus, solange es geht. Ich weiß nicht, wie lange ich hier bleiben darf. Steht ja nicht was drin. So ist der Lageplan. Ja. Abreise bis, keine Ahnung, 10 Ampere, Spielplätze. Ne, steht nichts drin hier. Jo, ich habe ganz gut geschlafen, war ein bisschen kühl, wie immer. Ich schlafe nur im T-Shirt in diesem wirklich uralten Schlafsack. Ich sollte mir auch so langsam mal einen neuen zulegen, weil da reißt schon so langsam der Stoff auf. Naja. Gut, es sollte noch mal regnen heute. Zumindest ein bisschen. Es bleibt bedeckt, so wie es aussieht auf dem Wetterradar. Und noch keine Ahnung, wie ich zurückfahre. Ich habe noch überhaupt keinen Plan. Schaue ich mir gleich mal in Ruhe an. Ich glaube, das sind noch so jetzt 100 Kilometer bis zur Grenze, also bis zur Fähre. Und die teile ich in 2 Etappen irgendwie auf. Vielleicht ein bisschen Umweg nochmal an die andere Küste, keine Ahnung. Ja, es ist 11:58 Uhr, ich habe endlich meine Sachen gepackt, aber ich habe mir Zeit gelassen. Ich wollte den Platz hier noch ein bisschen auskosten, aber letztendlich war es doch relativ laut hier. Wenn wir waren Rasenmäher hier. Das ist ein Kantenschneider. Oder es wurde Mulch angeliefert. Hier fuhr ein Rasenmäher rum. Also war alles dabei. Jo, jetzt gebe ich nochmal die Gästekarte oder die Zugangskarte ab. Und weiß ich gar nicht, ob man die abgeben muss. Da steht auch nichts drauf, aber ich mache es einfach. Ja, und dann geht es mal Richtung Marode Brücke. Also nicht, dass sie so heißt, sondern das ist der Zustand. Das sind ungefähr ein bisschen mehr als 40 Kilometer und von dort aus sehe ich dann mal weiter. Ich habe mir schon so 2 Campingplätze ausgesucht, die in Frage kommen könnten. Ja, ich mache heute 60, 70, höchstens 70 Kilometer. Und dann fahre ich dann morgen zur Fähre, genau, und mache den Rest. Und ich habe ja noch einen Tag. So. Bye-bye, Plätzchen. Ja, auch war doch ganz nett. Also die Sanitäranlagen, die waren ja richtig geil. War richtig klasse. Ja, kann man nicht meckern. Aber für den Preis, das 65 Euro, ich weiß nicht, warum ich da nicht gemeckert habe. Aber mir war das erstmal nicht klar, wie viel 490 Kronen sind. Nächstes Mal muss ich mehr aufpassen. Ja, ist nicht gerade sonderlich aufregend.
ja, das Wetter auch, ja, ist in Ordnung. Ab 16 Uhr soll auch die Sonne richtig wieder rauskommen. Aber bis dahin bin ich wahrscheinlich schon auf dem Campingplatz. Obwohl, ist ja schon 12 Uhr. Wird wahrscheinlich nichts draus. Dann habe ich ja während der Fahrt noch schönes Wetter. Ja, ich schalte jetzt mal die Kamera ab und ich schalte auch selbst ein bisschen ab und genieße die Tour. Ja, inzwischen bin ich um die 30 Kilometer gefahren und bin jetzt hier mal zu so einem Discounter in so einem kleinen Dorf. Hab jetzt auch zwar mein Rad hier abgeschlossen, aber Taschen habe ich alle dran gelassen, bis auf die Lenkertasche mit den Wertsachen. Ja, in einer Tasche ist sogar meine Sony-Kamera drin. Ich fahre in 10 Minuten wieder draußen und hier ist kaum Betrieb und jeder kennt jeden hier, glaube ich. Also von dem her. Ein bisschen Risiko ist natürlich immer dabei. Ja, was habe ich eingekauft? Ich hatte irgendwie Verlangen nach Süßem. Und ja, hier Salat, zwei Salate, natürlich Bier, Eier und Käse. Und ausnahmsweise auch mal Nebenbrötchen und süßes Stück. Inzwischen bin ich wieder an dem Ort mit dieser Gänseburg. Hier ist entweder noch die letzte Veranstaltung oder es wird neu aufgebaut. Scheint was Größeres zu sein. So, da setze ich mich auf die Bank und esse erstmal meinen Kram. Oh, die Bank im Schatten. Und dann scheint die Sonne wieder, was ja ganz cool ist. Die Bank ist im Schatten, die Sonne scheint. Da habe ich gerade so ein Déjà-vu. Sehr schön. Ja, und Baumaschinen gibt es ja auch. Sehr schön. Oh nee, ich gehe woanders hin. Das ist mir wieder zu laut. So, perfekt. Ich darf vorstellen, eine Bank gibt es hier nicht so viele. Aber wenn es eine gibt, dann nehme ich sie. Ja, ich habe mir gerade das süße Stück da reingezogen. Ich hatte total Verlangen nach irgendwas Süßem. Ja, und ja, da war gerade die SD-Karte voll. Vielleicht zeige ich euch mal, wie ich die aufbewahre. Also ich habe hier so eine kleine Aufbewahrung und da stecken die SD-Karten drin. Sie sind hinten nummeriert und die kann man hier rausziehen. Ja, auf meiner Tour durch die Alpen mit den 14 Folgen habe ich 4x 128 GB verbraucht plus 64, drei Stück von den 64 und die waren auch alle voll danach. Ja. Ich filme mit 4K mit 60 FPS. Ja, ich habe 1,5 Stunden Filmmaterial letztendlich. Oh, jetzt gibt es noch ein Brötchen dieser Art plus einen Salat. Der hat 10 Kronen gekostet, ist der Deckel gerade runtergefallen. Der auf der Rückseite steht 10 Kronen. Ich muss jetzt ersparen nach der Nacht heute mit 65 Mark Euro. So, eine kurze Pause gemacht, ungefähr eine halbe Stunde. Und ja, ich habe jetzt 35 Kilometer hinter mir, bin 3 Stunden unterwegs. Also der Bestschnitt wieder, super Schnitt, kann mich nicht meckern. Jetzt fahre ich über die Smyrebrücke, diese marode Brücke. Habe vorsorglich auch die Brille aufgesetzt, weil ich da wieder mit massiven Insektenbefall rechne. Ja, Mauerarme sind griffbereit. Und dann geht's wieder mal los. Mücken habe ich jetzt keine. Der Wind ist einfach zu stark. Ich glaube, so viel Power haben die nicht, dass sie auf der Stelle stehen können. Ja, der Ausblick ist hier schon grandios, muss man sagen. Ich halte mal die Kamera hoch, versuche, dass ich nicht jetzt ein Auto hier treffe. Und da hinten sieht man auch, ups, eine Laterne.
Da hinten sieht man auch, wie sie die Brücke bauen, die neue. Hatte ich ja letztes Mal erzählt, dass die hier absolut marode ist. Und ja, ob sie gesprengt wird oder abgerissen, entzieht sich meiner Kenntnis. Ja. Kommt immer ein Laternenfall. Kein Gegenverkehr, schon mal gut. Weil es so eng, da muss man fast anhalten. So, ich bin jetzt auf Haribo gestiegen. Mit dem Mauern war das ein bisschen schwierig, die einzeln auszupacken. Für den letzten habe ich bestimmt einen Kilometer gebraucht, bis ich die mit einer Hand ausgepackt hatte. Ach, schaut euch das an. Ich fahre bereits 2 Kilometer hier auf der Brücke. Oh, schätze mal, es sind nochmal 2 Kilometer. Ja, ich habe gerade beschlossen, nach Guldberg zu fahren, Guldborg. Und das sind nur noch 13 Kilometer bis zu meinem Campingplatz. Und dann waren es das heute, 42 habe ich jetzt, plus nochmal 13 sind 55 Kilometer. Ja, ich könnte noch weiterfahren, aber ich habe noch Zeit und ich verbringe gerne auch die Zeit auf den Campingplätzen. So gesehen, alles wieder richtig gemacht. Weiter geht's. Jetzt geht's doch geradeaus. Und weil ich mich so auf den Campingplatz freue und ich ganz stolz bin, jetzt diese hammermäßige Steigung absolviert zu haben im EMTB-Modus, gönne ich mir erstmal ein Bier. Prost. Ist euch schon mal aufgefallen, dass ich noch nie gesagt habe, das habe ich mir jetzt verdient? Nee, finde ich total bescheuert. Entweder habe ich Lust, ein Bier zu trinken oder nicht, oder was zu essen oder nicht. Ich habe mir nichts verdient. Ich habe, wenn es danach ginge, habe ich mir gar nichts verdient. Ne? Also dann Prost. Ich hatte vorhin festgestellt, dass meine Handyhalterung, hier die SP Connect, wackelt. Hab natürlich Werkzeug dabei, hab festgestellt, dass ich diese Schraube einfach mal nachziehen muss. So. Das geht doch. Das kommt in meine Oberrohrtasche, da habe ich mein Werkzeug drin. So. Die ist zwar nicht wasserdicht, aber es hatte ja geregnet auch die Nächte, da ist nichts reingekommen. Also nur bei Starkregen hatte ich da mal Wasser drin, aber ansonsten hält die schon dicht. Auch die hier oben, da war kein Wasser drin. Muss mal wieder weiter. Muss ich doch mal kurz anhalten hier. Das ist so ein Pferdestall, auch Privatzugang. Oh, guck mal, diese beiden Pferdchen. Und der See da hinten, wie der glitzert. Jo, hier ist sie wieder, die Klappbrücke mit den Bänken zum Warten. Ja, schön, hier gibt es einen Hafen und hier ist auch gleich mein Campingplatz irgendwo. Ja, ich wollte eigentlich meinem Bruder eine Postkarte schicken aus Kopenhagen und habe irgendwie gelesen, dass es 4 Euro oder 7 Euro kostet. Im Grunde im Zuge der Digitalisierung in Schweden oder ich meine jetzt natürlich Dänemark.
ja, wird das kaum noch mal gemacht und da werden kaum noch Postkarten verschickt. Und deswegen ist das dann auch entsprechend teuer. Ich habe dann herausgefunden, dass man über postkarte.dk ein Foto hochladen kann und dann analog eine Karte verschickt wird. Mein Bruder hat die Karte dann innerhalb von 3 Tagen erhalten. Irgendwie hat der Ton nicht funktioniert, seit ich hier angekommen bin. Das habe ich jetzt erst gemerkt. Ja, ich kam hier an und ich konnte mich absolut nicht entscheiden, welchen Platz ich nehme. Es gab hier ganz viele Parzellen, die ich wählen konnte. So eine wie die hier, die ist relativ klein. Da meinte, auf die kleinen könnte ich gehen. Und ja, bin ich erst mal diese abgefahren. Und ja, und dann gab es halt noch die Zeltwiese. Allerdings war da direkt ein Spielplatz, also habe ich mich... Ich glaube, ich habe 20 Minuten gebraucht, um mich zu entscheiden, welchen Platz ich hier nehme, weil die Auswahl einfach zu groß war. Und das nur für eine Nacht. Eigentlich egal. Na, ich bin dann nochmal los zum Einkaufen und dachte, kaufst du mal Ruhe ein? Da war so ein Riesenfest da vor der Tür. Ja, wie immer, der Getränkeautomat, der befindet sich ja immer direkt außerhalb des Gebäudes. Bin ich erst mal rein, dachte, in der Außen habe ich erst mal nichts gesehen. Bin ich rein. Und habe gefragt, haben wir ja outside. Und dann bin ich erstmal an dem Grillwürstchenstand vorbei und in die Lagerabteilung. Und dann war der letztendlich doch direkt neben dem Eingang. Tja, davon kann ich nur träumen. Nee, besser nicht. Ja, hier steht mein Zelt. Und ja, ich achte immer drauf, dass ich das so aufbaue, dass ich auf einer Seite blickgeschützt bin, dass wenn ich mal mit Unterhose da rauskomme, mir nicht gleich jeder irgendwie reingucken kann. Ich habe einen riesen Platz hier und das alles für 152 Kronen, das sind ungefähr 20 Euro. Habe auch direkt einen Strom an Platz. Ja, endlich kam mal mein Gulasch zum Einsatz. Die Campingplätze, die ich in Dänemark besucht hatte, waren alle mit einer Küche ausgestattet. Keine Ahnung, aber irgendwie hatte ich das Gefühl, ich werde beobachtet. Die Sanitäranlagen waren auch sehr sauber und interessant gestaltet. Jede Kabine wurde nach einem Bild bzw. Künstler benannt und überall hingen Abbildungen von berühmten Kunstwerken. Ich wollte dann nochmal los ans Meer und bin noch ein paar Kilometer gefahren. Allerdings endete mein Weg dann irgendwo mitten auf einem Feld. So habe ich dann den Sonnenuntergang von dort aus genossen. Ich danke euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, euer Matthias.